Y? Lehsegel einholen! Sind bereit, Sir! Ist noch nicht frei. Die hält ganz schön was aus. Ja, und das ist nur eine Brick. Ups. Feuer! Ups. Okay. Oh. Feuer! Macht euch bereit! Nein, die darf uns nicht ran. Ups. Ja! Getroffen! Alle außer Großberg! Nein, hab ich nicht. Verdammt! Ist das eine große Welle? Nein, das ist keine große Welle. Okay. Feuer! So viel Segel wie ihr könnt! Obacht, meine Freunde! Feuer! Haben Schaden genommen! Ja, das bisschen. Macht ja nichts. Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Feuer! So, und nach hinten die Fässer raus! Nein, das war. Nein, treffe ich nicht. Oh, auf die kannst du noch schießen! Ja. Ein bisschen zu weit weg gewesen. Dammit! Feuer! Oh! Aber fast. Ja, die trifft auch nicht. Verlangsame sie mit Kettengeschoss. Voll ins Wasser. Ich hab keine Kettengeschosse. Feuer! Bereit machen für Aufschlag! Achtung! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Scheiße! Oh! Und versagt, versagt! Diesen Bereich neu aufbauen! Ah, ist noch nicht ganz fertig. Ja! Schwierig, ja? Die Musik. Wenn jetzt irgendeiner sagt, es wäre nicht von Fluch der Karibik inspiriert. Ich sage nicht geklaut, ich sage bewusst inspiriert. Ja, ja, ist ja auch ein Piratenspiel. Wer geht willentlich, absichtlich und freiwillig und aus eigenem Antrieb auf ein Schiff, auf dem gerade Fässer explodieren? Los, ihr Faulpelze, an die Schoten! Okay, jetzt explodieren eh keine mehr. Da gibt's aber Metall. Und Gold. Oh. So. Entern! Tretet sie in den Arsch und lasst die britischen Stahl schmecken! Kann ich hier mal erzählen? Ja klar, das ist die größere Version, ne? Ja klar. Ja! Yes! Das war ja. Ich dachte mir so. Einmal was durch die Lücke durchschießen. Ach so, ja, nee, lieber nicht. So. Und rüber. Jetzt. Die Entfernung ist nämlich immer mehr als man denkt. Oh, da sind Dicker. Aua. Oh, verdammt! Aua. Das war mal einer. Das war ein Dicker. Und das war auch ein Dicker. Und das war... Scheiße. Kennt ihr noch einer? Das hat echt tief gekürzt. Ach echt? Aber ich habe ja meine Crew. Ich kann mich auf meine Crew verlassen. Schön. So, was wollen wir diesmal machen? Immer noch Gäbe es noch was anderes, was man machen könnte? Man kann reparieren, man kann seine eigene Flotte aufnehmen, glaube ich. Oh, das heißt, du kannst auch Admiral Kenway werden, oder was? Nee, so halt dieses Handeln. Schwere Kugeln, meinst du? Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Bring die Hauptsegel in den Wind! Nein, haben wir noch nicht. Wir brauchen nur noch 5 Segel. 5 Metal. 5 Metal. Was haben wir denn da vorne? Das ist ein Kanonenboot, oder? Ja. Wir haben nur schwere Kugeln. Ja. Kanonenboot. Ups, das ist eine Brick, oder? Ja. Ja, es könnte auch schon mal sein. Schauen wir mal. Alle Segel, Bewegung! Ich muss mir mal den Text an, damit ich nicht die ganze Zeit. Er hat aber kein Metall! Stufe 17, auf was für eine Stufe sind wir? Keine Ahnung. Das gegnerische Schiff aber auch auf Stufe 17. Ach so, okay. Gekämpft haben. So, das ist. Holz! Ich will Metall! Gib mir Metall! Immer danke! Immer diese Mettler. Metall!
Gib mir Metall. Und das dann auch noch in die Gegend rausgrunzen. Grunzen. Oder schreien. Schreien, ja. Schreien. 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 Und wen betest du da an? Den Gott des Metal. Den Gott des Metal. Metal. Ich finde gerade, wenn irgendwo Metal draufsteht in großen, fetten Buchstaben, das schreit immer so danach, dass man noch ein L und ein E hinten dran hängt. Metalle. Wieso komme ich, wieso habe ich E gesagt? Kann man das bitte irgendwann erklären? Nee, L, ohne E. Doppel L. Wieso? Ein hartes L. Mit stummem E. Metall. Metall. Genau. Metall. So ungefähr habe ich mir das auch gerade vorgestellt. Hat der Kleine vielleicht Eisen? Holz. Nein, Holz. Ah nein, wieso ist die andere Brick so nah? Fuck. Ich kann kein Battle mit zwei Bricks gebrauchen. Vor allem, die fährt genau in deine Richtung. Ich weiß. Also vielleicht eher die rechte angreifen als die linke, oder? Ja. Die hat ja auch Metall gehabt, ne? Das war der Schoner. Ja. Und Zucker. Und Zucker. Oho. Oho. So, haben sie ein bisschen Zucker für mich. Aber immer doch. Okay. Okay. Oh, guck mal, wir reiten gerade die Welle. Yeah, was hat die Welle dazu? Autsch. Feuer! Feuer! Gebt den Befehl, Sir! Rick! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lass Feuer bezahlen! Bereit zu feiern, Sir! Ja, wir warten, bis es dünner wird. Feuer! Captain, hier und sie bricht! Feuer! Oh, wetten, die wollen. Rammen? Ja. Ist sie am Schwächsten, ja. Feuer! Brems! Feuer! Oh, ja. Bereit machen zur Kommission! Ach, was für eine Kommission. Beinahe fertig, Sir. Feuer! Feuer! Na, Captain, da sind Sie am empfindlichsten. Feuer! Gegner feuert! Feuer! Oh, ich glaube, das ist auch gerade fliegen. Ja. Feuer! 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 Oh, Sie präsentieren sich uns! Du, lasst Sie dafür bezahlen! Oh! Und Feuer! Feuer! Irgendwie wird es nichts. Gegner feuert! Nehmt ihr Fahrt auf! Da baut sich ein Unwetter. Sie entern, so, jetzt hat. Entern wir den Scheiß. Entern B halten. Ja, hab ich doch schon. Als sie mit Köpfen geschossen auf. Zieht sie ran, Matrosen! Na also. Zieht sie ran, Matrosen. Oh! Gehen aber. So. Hm. Kannst du auf die Fässer schießen? Da? Oh was, ja. Was? Ja, jetzt nicht mehr vielleicht, oder? Oh, ich hab keine Kugel mehr. Ha! Ach so. Ich hab keine Kugel mehr. Oh. Kannst du auch im offenen Meer schwimmen? Ja, ja. Crew minus 1, nein! Ja, richtig. Der gegnerische Crew. Gegnerische Crew minus 2. Ja. Oh, wie sie mich alle angreifen wollen, aber nicht schaffen. Tja. Oh, nice. Ah, verdammt. Autsch. Er fehlt mir noch. Okay, das war's. Schön. Das war's. Schön. Ich weiß, danke. Habe ich von dir gerochen? gerochen oder? Was? Ja, gesprochen oder? Gesprochen. Sagt der Rapparian. Wow. Rapparian. Rapparian. Ach, wird noch. Reparieren. Warum schießen die jetzt die Kanone nochmal? Achso, damit das andere Schiff Bumm macht. Die testen's. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Ja, einverstanden. Ja. Also, wie werden wir den schlechten Ruf wieder los? Mit Geldbursche. Ein hübsches Sündchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt sich in. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht. Bereit zu feuern, Captain! Wuhuhu!
sah jetzt einfach aus, als hätte sie nicht getroffen. So. Oh, ich kann noch nicht singen. Nein? Die Stimme ist noch nicht wieder halt. Nein. Okay. Was haben wir da vorne? Ist das. Du kannst es nicht lassen, ne? Was? Oh, hey, Schoner kann man sich da noch holen. Will nicht angreifen. Ah, der hat Holz. Wozu braucht man Holz? Auch fürs Schiff, ne? Auch fürs Schiff. Ja. Aber ich will jetzt gar nicht gegen ihn kämpfen. Das voll Crew minus 1 bekommen. Du könntest den einen Typen eigentlich einsammeln. Einsacken. Was ist das? Das ist ein Schiff, das uns an die Eier will. Und zwar nicht auf die schöne Art. Ach stimmt, eine schöne Art gibt's auch noch. Nicht auf die nette Weise. Oh oh. Der hat einen Nussknacker mit dabei. Und tanzen kann er auch noch. Ja. Leersegel einholen! Ballett. Leersegel hoch, aufgehalten! Mit deinen Eiern. Und dem Nussknacker. Und der Ratte aus Nussknacker. Ich will jetzt nicht. Nein, nein. Was? Nein, ich will jetzt nicht interpretieren, was die alles mit. Nein. Was? Nein. Oh Mensch, Lukas. Aua, aua, aua. Interpreteur. Ich mache ganz viele Neuinterpretationen. Ahoi, Captain. Müsst ihr abtauchen? Ja. Ja, wir haben leider kein U-Boot. Noch nicht. Noch ja, okay, U-Boot kriegen wir nie. Oh, was wie geil. Ein. Erstmal, hier. Hier. Wo? Komm schon. Ein Assassin's Creed wäre mit, praktisch ohne Animus dann. Ohne Animus. Okay. Und dann. Ja, und da? Eins in der Zukunft. Wo halt alles von den vorherigen Teilen mit drin ist, irgendwie. Breitseitenkanonen kaufen. Hast du jetzt eine Kanone mehr? Eine Reihe Kanonen mehr. Eine Reihe. Ich hab eine ganze cool. Reihe mehr. Lager für. Harpunen. Ja. So. Also kannst du es auch einfach kurzerhand so machen. Was hattest du davor noch für eine. Garnitur? Garderobe? Da kann ich meinen Dingsachseln, mein Haus hier. Dein Dingsachseln? Mein Dingsachseln. Entschuldigung. Die schaut aber immer noch ziemlich kaputt aus, muss ich sagen. Oh nee, jetzt nicht mehr. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Ei. Ei. Mission beendet. Zweiter Fall. Nein. Was? Nix. 50 Säcke Zucker plündern. Säcke Zucker. Säcke Zucker. Zuckerzuckerland. Zicke, zacke, zacke, zacke. Hoi, hoi, hoi. So, ich will einmal das Ruder verlassen. Nein, verlass mich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich will nämlich kurz was machen. Und zwar bei den Jackdaw-Upgrades. Schiff ist dir was angefangen? Ja, aussehender Jackdaw. Oh. Wir können die Segel streichen. Ja, cool. Segel streichen, verstehst du mal? Das normalerweise heißt, dass man aufgibt. Echt jetzt. Wiedergalions. Wie cool, was gibt's da noch alles? Bronze Steuerrad. Das können wir uns alles nicht holen, wenn wir nicht genug Holz haben. Wasserspeier. Genau auf dem Gott. Hey, wie geil! Ja, dafür braucht man 300 Holz. Ich hab dir gesagt, du sollst dir das Holz holen. Ganz ruhig, wir haben genug hier. Weiße Segen. Altair-Segel, wenn du haben willst. Also, klar fürs Erste. Ezio-Segel. Oh, die sind auch geil. Oh, die sehen geil aus. Totenschiffsegel. Oh.
War das in einem DLC oder so mit dabei? Ich glaube. Wenn man es vorbestellt hat. Oh, cool. Kraken Cthulhu! Ich nehme Cthulhu. Entschuldigung. Cthulhu. Avelin, Galionsfigur. Ja, ihr geht nein. Alter, ihr Galionsfigur. Damit könnte ich vorübergehend leben. Ezio Galionsfigur. Das wäre schon wieder ganz cool. Oder ist es tot? Können wir. Boah. Oder Cthulhu's. Cthulhu! Cthulhu! So, und jetzt das Steuerrad, vergoldetes Steuerrad. Ach nee. Totenschiff-Steuerrad. Das ist schauschig aus. Krakensteuerrad. Das ist okay, aber nicht so. Ja. Ich finde das ganz das cool. Das sieht gut aus, ja. Hermit. Ja, damit. Ich hätte ganz ehrlich gesagt ganz cool gefunden, wenn sie für diese, ich sag jetzt mal, kosmetischen Verbesserungen extra Reiter, Segel, so, Steuerrad und so. Ja, gibt's ja hier sozusagen. Es ist ja eigentlich alles immer so zusammen hier. Ach so, okay, können wir gar nicht abfangen. Da hier, schau, da sind die ganzen Steuerräder. Elite-Steuerrad. El Impoluto. Für die Beendigung von Community-Herausforderungen verliehen. Finde ich das nicht Steuerrad. So cool, ehrlich gesagt. Ja, ja. Aber hier zum Beispiel Voraussetzung, Plan, Queen, Annes Ruder, wenn du halt das Schiff findest. Ach, oh. Dann kriegst du halt die ganzen Sachen. Was? Das ist cool gewesen. Elite-Galionsfigur. Galionsfigur der Aquila. Schick. The Royal Fortune. The Ranger. Woran erinnert mich das? Das war ein Wal. Der El Impoluto. Ne. Brüste. Die aus Holz finde ich doof. Schlangengalionsfigur. Ich hab's gelesen, dachte mir so, boah, geil. Und nee, eigentlich nicht. Ja, so. Du musst dir überlegen, das muss alles geschnitzt werden, ne? Es hat schon ein paar Segel, die halt auch gut aussehen, ne? Blumen. Auge, das ist ganz schick, ehrlich gesagt. So, wir haben jetzt aber unsere Jackdaw abgegradet im Aussehen. Yeah. So, jetzt gehen wir mal raus. Warte, warte, recht blum. Da. Da. Ausrüstung. Yeah. Schwertsatz können wir ändern. Wir können uns alte Irrschwerter nehmen. Ezio-Schwerter. Igitt. Entschuldigung, ich finde die nicht so cool. Ich finde die irgendwie doof. Ich finde die super. Spanische Rapiere kaufen, natürlich. Achso, na gut. Also. Igitt. Das wären halt dann alle, die man kaufen kann. Klingen von Toledo. Die schauen cool aus. Ja, kosten noch nichts, weil sie in DLC waren. Dann nehme ich die mal, oder? Ja. Wenn das ginge. Auf Uplay einlösen. Ah, ich habe es angeblich noch nicht eingelöst. Okay. Da, ja. Werde ich es beim nächsten Mal einlösen. Uplay und so, ne? Pistolen. Piratendonnerpüchse. Normale Ratschlosspistolen. Igitt. Okay. Die hässlich. Für Beendigung aller Marineaufträge. Huhu. So, Monturen. Edward Kenways Kutte. Montur von Edward der Legende. Ja, auf Uplay einlösen. Igitt. Brauner Mantel. Oh ja, doch. Piratenmantel. Mhm. Montur mit blau-rotem Mantel. Das ist schon cool aus. Freibeutermontur. Das ist cool. Piratenkapitänsmontur. Yep. Die Monturen sehen alle geil aus, sind aber alle. Teuer. Ja. Politisch. Entdecker, Gouverneur. Das ist auch okay. Ja, erhalten für die Auffindung einer sozialen Truhe. Ansonsten dazu. Nicht wirklich. Von Kenways Flotte gesammelt. Okay. Templer-Ausrüstung. Oh, das schaut cool aus. Mhm. Tarnmontur. Der Winkel ist ungünstig. Maya-Montur. Oh, die ist cool. Ja. Wie kriegt man die? Alle Maya-Stele finden. Stele? Ja. Wirst du schon noch sehen. Ja, das ist auch okay. So, muss hergestellt werden, muss hergestellt werden, muss hergestellt werden. Und das war's. Huch. Ganz ruhig. So. Wir sind halt auch alle mit drin. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Oh ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Bis dahin viel Spaß und viel Vergnügen. Oh ja. Und der Lukas sagt... Mmh.